Energie Cottbus im Angriff über die starke linke Seite. Die starke linke Seite. Da ist jetzt Schalthauer da. Schalthauer ist schon am 16er. Schalthauer spielt. Da steht Kruse. Geißler. Ja, und damit herzlich willkommen zum nun vierten Podcast hier bei Energie FM. Neben mir hat mal wieder der Frank Platz genommen. Hallo, hallo. Frank, ich grüße dich. Schön, schön, dass du wieder da bist. Wir müssen über einiges reden, sage ich mal. Ja, das denke ich auch. Und wir haben keine Kostümien gescheut, hier den vierten Podcast. Und die letzten Podcasts hatten ja immer einen Untertitel. Und jetzt ist es der Saisonvorbereitungspodcast. Ja, mal gucken. Mir fällt, glaube ich, noch ein anderer Titel ein. Aber vielleicht entwickelt sich der Podcast-Titel ja während der Folge. Ja, Frank, wir haben die Sommervorbereitung so ein bisschen verdaut oder generell den Sommer verdaut. Wir waren ja beide noch ziemlich angeschlagen im letzten Podcast, sag ich mal, konnten das noch gar nicht so richtig fassen. Sag doch mal einfach, wie hast du es verdaut und hat es auch schon Klick gemacht, so ein bisschen in der Vorbereitung von der Art, wie man gespielt hat, dass es jetzt doch wieder Regionalliga ist? Oder Frank, wie hat es sich bei dir bemerkbar gemacht? Oder eher generell, wie hast du es verdaut? Ja, ganz ehrlich, richtig bemerkbar gemacht hat es am letzten Wochenende, weil die dritte Liga schon angefangen hat und Energie Cottbus halt nicht mehr dabei war, obwohl, so wie Peter Wolz ja sagt, wir in ganz vielen Statistiken auf keinem Abstiegsplatz standen und die fünf meisten Tore geschossen haben. Es ist halt blöd, dass nur die Punkte zählen, ne? Ja, dass das die wichtigste Statistik ist. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, auch wenn man Heim- und Gasttabelle einzeln nimmt, sind wir auf keinen Abstiegsplatz. Und hin- und Rückrunde. Wahrscheinlich, wenn man Gästefans und Heimfans nimmt, auch nicht. Aber eigentlich blöd, dass beim Fußball die Punkte zählen. Ja, weißt du? Vielleicht müssen wir mal eine Regeländerung machen. Wir müssen mal da anschreiben, den DFB. Das geht ja nicht. Genau, mal vorschlagen. Es wäre auf jeden Fall eine Option. Wäre auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, jetzt muss ich mal fragen, so dumm, in den USA ist es so, nicht? Die haben Lizenzen, da kannst du auch, der Letzte bleibt trotzdem in der Liga, nicht? In den USA steigen die, glaube ich, nicht auf und ab. Ja, also Fußball verfolge ich in den USA nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dasselbe System haben wie beim Basketball, was ich wiederum verfolge. Da ist es so, dass du gewisse, also da offiziell sind da die Teams auch keine Vereine, sag ich mal, sondern Franchises. Also du musst dich da richtig quasi und mit Unterlagen rein kaufen in, so, diese, okay, in diese Liga. Jetzt wird mir schon zu hoch. Genau, muss gewisse Gelder quasi vorlegen. Eigentlich, es geht wirklich nur um Geld. Es ist ein bisschen ähnlich wie gerade beim Eishockey in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie es da abläuft. Da ist es, glaube ich, ähnlich. Ach so. Ist ja auch so, dass der Meister in der zweiten Liga, da wo ja die Weißwasserfüchse spielen, nicht aufsteigen. Die steigen nicht auf. Das ist immer die goldene Ananas. Das soll jetzt zwar geändert werden, aber es geht da auch nur nach Lizenzen. Wenn du das Geld hast, dann wahrscheinlich ja Feuer frei, willkommen, aber ansonsten, nee. Na dann lieber doch den alten Modus, lass uns nach Punkten gehen und wir haben leider die viertwenigsten Punkte erreicht. Stimmt gar nicht. Wir hatten bloß ein schlechtes Torverhältnis. Richtig. Das verfluchte Tor. Das hatte mich, wenn ich da schnell dazwischenquaken darf, wo wir bei dem Wolfsburg kommentiert haben, bin ich ja in der Halbzeit runter, um nochmal gucken, wer dann zur Halbzeit kommt und wer nicht. Und der Ordner von Wolfsburg sagte, sagt mal, ihr spielt doch gar nicht mehr dritte Liga, oder? Sag ich, nee, wir sind abgestiegen. Und dann sagt er, naja, was war doch ganz schön knapp gegen Braunschweig. Ihr wart doch punktgleich und bloß wegen einem Tor. Sag ich, genau, wegen einem Tor und einem Elfmeter, der keiner war. Und er hat gegrinst und ich kann mich aufregen, wie ich will, aber wir spielen nächste Woche in der Regionalliga Nordost. Gegen Alt-Klinike. Jawollo. Da wird man gleich mal sehen, wo man steht, sag ich mal. Ja. Weil, die werden sich jetzt auch nicht einfach so hinstellen und sagen, ja, komm, aus Mitleid schenken wir euch den Dreier. Ich glaube schon, dass das, ich weiß nicht, ob es knapp wird, aber einfach wird es nicht. Also vielleicht nicht so einfach, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren waren, wo du in der Rückrunde quasi in der Regionalliga Alt-Klinike so besiegt hast. So. Also so wird es dieses Mal nicht, glaube ich. Nein, auf keinen Fall. Und wie gesagt, es ist ja auch eine neue Mannschaft. Und ihr wisst es selber, vor drei Jahren, wo wir die erste Zeit in der Regionalliga gespielt haben, sagt der Pille Wolitz, wir haben in den ersten Spielen die Punkte gelassen und haben dann nicht mehr geschafft, auf Jena ranzukommen. Und ich denke mal, so ähnlich wird es uns wahrscheinlich auch gehen. Also ich rechne mir schon in Alt-Klinike was aus, da will ich ehrlich sein. Aber ich rechne mit wenig bis gar nichts bei Hertha, Erfurt und dann ist, glaube ich, schon der BRK dran. Das Gefühl habe ich nämlich auch, dass es sich wiederholen könnte, dass du am Anfang die Punkte liegen lässt, weil sehr neues Team, viele Junge dazugekommen, die wahrscheinlich Bock haben, aber halt es noch nicht auf dem Rasen bringen können. Das wird
abenteuerlich, sag ich mal. Gebe ich dir recht, Frank. Ja, weiß ich nicht. Also bei mir war es ähnlich wie bei dir. War ja dritte Liga am Wochenende. Ich habe es wahrscheinlich ähnlich verdaut wie du. So irgendwann kam dann die Akzeptanz, dass man sich jetzt wieder mit dem Amateurfußball mehr auseinandersetzen muss. Und ich glaube, wir fahren ja auch unter anderem nach Lichtenberg dieses Jahr. Ja, Berlin-Lichtenberg. Ja, genau. Und spätestens, wenn wir da kommentieren, dann wissen wir, wo wir sind, in welcher Liga. Ich glaube, das ist noch so richtig Sportplatz. So, ja, aber es hat all seinen Charme. Ich will nicht sagen, dass es schlimm ist, aber es ist halt nicht dritte Liga. Es ist nicht dritte Liga, obwohl ich ehrlich sein muss, ich habe am Montag erstmal durchgegoogelt, weil ja viele ehemalige Spieler vom letzten Kader sind ja irgendwo gelandet. Und da hat man natürlich gesehen, dass ein Luke Hemmerich 2 Vorlagen für den 3-1-Sieg mit Würzburg gemacht hat, dass Fabio Viteriti natürlich einen Freistoßvorlage für den Sieg für Zwickau gemacht hat und Braunschweig hat gewonnen, da hat Schieder bloß auf der Bank gesessen, Giasula hat eins auf dem Dach gekriegt, obwohl er von Anfang an gespielt hat und Kobylanski, gut, der ist schon ein bisschen länger weg, aber der macht mal einen Dreierpack, also wie gesagt, die dritte Liga ist bespickt mit ehemaligen Cottbuser Spielern, aber leider nicht mit dem Verein. Ja, schade. schade. Frank, lassen wir das einmal abgehakt oder wollen wir dazu noch was sagen? Nö, ist abgehakt. Du hattest ja recht. Ist jetzt eine neue Truppe. Einer bei der Pinnwand, die ich ja so gut wie stündlich, minütlich oder sogar sekündlich lese, hat herausgefunden, das ist die jüngste Elf, seitdem es Transfermarkt.de gibt. Und Transfermarkt.de gibt es ungefähr seit 1993, 92, glaube ich. Und Cottbus hat momentan einen Schnitt von 22, paar zerquetschte Jahre. Also ist momentan die jüngste Elf. Also Pele Wollitz redet keinen Unsinn, wenn er sagt, er braucht noch gestandene Spieler, die Jungen führen. Ja, absolut. Und also krasser Fakt, hätte ich nicht gedacht, aber ja, haut ja hin. Also wenn du siehst, was da für junge Spieler dabei sind. Wer ist denn der Älteste? Der Älteste ist Rangelow. Und dann? Müller vielleicht schon, oder? Müller, okay, mit 30, ja. Und dann müsste schon Brückmann mit 26, 25, 26 kommen. Wer? Brückmann, der Stürmer. Achso, Aber dann, der Rest ist alles 19. Ja, so 19. Ich glaub, Geisi ist, glaube ich, 22. Zickert auch noch ein bisschen älter. Ah, Zickert ja, hat noch keinen Vertrag. 22. Nee? Zickert macht ein Probetraining bei Werder Bremen 2 momentan. Und deswegen ist vielleicht ist er so auf dem Malte Kapstein, ja. Deswegen ist er so oft in Bremen. Woher weißt denn du das? Na, der postet, also ich bin ja ausgewiesener Instagram-Stalker. Und der postet, er hat letztens in seinen Stories gepostet, dass er Malte Kapstein besucht. Und der spielt da ja auch. Ja, richtig. Und ja, ich dachte, der fährt da nur hin, weil er halt Malte Kapstein mit dem noch cool ist, aber dass der jetzt da Probetraining macht, das wusste ich gar nicht. Ja, also ich habe ja am Samstag das Spiel kommentiert, Cottbus gegen FK Spartak Siomala und neben mir saß der Frank Noack von der Lausitzer Rundschau und mit dem haben wir ein bisschen gefachsimpelt und er hat dann rausbekommen, dass Zickert ein Probetraining bei Bremen 2 macht. Wobei, ich weiß nicht, ob sie ihn nehmen, das weiß ich nicht, aber er macht halt ein Probetraining da. Mhm. Okay, krass, also zu wäre zu wünschen, über weil den, ich glaube nicht, dass er bei uns unterschreibt. Können wir ja nachher noch drüber reden. Er wird auf jeden Fall noch Thema werden, so viel kann ich sagen. Aber gut, dann lass uns da jetzt erstmal einen kleinen Strich machen. Wie gesagt, wir werden nachher nochmal drüber zurückkommen. Ja, na klar. Wirst du dann sehen. Oder hören. Frank, siehst, ihr hört's. Frank, anderes Thema, weil es gerade so hochaktuell ist. Ich glaube, seit Montag war es ja Thema und es ist nach wie vor Thema, wahrscheinlich auch auf der Pinnwand, auch wenn ich nicht da bin, aber von dem, was du erzählst, Frank, ich frag dich mal so, hast du noch eine Karte für mich, für Bayern? Für dich habe ich immer eine Karte. Du kommst doch da ran, oder? Ja, hast du noch eine Karte für mich? Ja. So am besten so, oder fünf? Ja, fünf, ja. Ja, ich würde gerne meine Kumpels noch. Genau. Irgendwie. Also es ging ja schon los, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Nico, aber schon als die Nia Künzer war es, glaube ich, schon die Kugel aufgemacht hat oder die Kugel gegeben hat und da Bayern München davor gelugt hat, kam schon die erste SMS, ey, ich brauche 6 Karten fürs Bayern-Spiel. Und dann ging das zwar nicht ständig so, aber insgesamt hätte ich, glaube ich, 50 ordern und verdicken können. Aber auch wir sind bloß ganz normale Fans. Ich bin bloß ein ganz normaler Fan. Ich habe das Glück, dass ich 2 Dauerkarten habe und 3-mal Mitglied bin. Und deswegen standen mir 10 Karten zu. Ich habe mein ganzes Kartenkontingent auch ausgeschöpft. Und für dich habe ich immer eine Karte, Nico. Aber die musst du bei Viagogo kaufen. Also ich habe die bei Viagogo reingestellt, die kannst du da kaufen, bitte. Das war natürlich Spaß. Na klar, natürlich, ne? Mir wurden natürlich auch, ich glaube,
ja gut, von nicht so vielen, aber was ich da teilweise gehört habe, ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, ob ich denn Karten reservieren kann oder sonst was. Ich glaube, einer hat geschrieben, ja, wenn du Karten kaufst, kauf so viel, wie es geht. Ja, alles klar, als ob ich jetzt 20 Karten für dich kaufe. Machst doch selber. Aber, ich wollte gerade sagen, hättest du dich um 4.30 Uhr, um 5 Uhr hat ja der erste offiziell vor dem Kartenticketverkaufsschalter in Cottbus gestern gestanden, hättest du dich um 4.30 Uhr hingestellt, hättest du vielleicht absagen können. Nee, ich bin ja auch Mitglied, muss man ja sagen. Ich habe ja, meine zwei H-Block-Karten bekommen, aber es ist trotzdem, war trotzdem natürlich erstaunlich, wer mit einmal Lust hatte, ins Stadion zu gehen, aber Frank, das haben wir ja auch gerade nochmal besprochen, ein bisschen verständlich ist es auch, aber ich weiß nicht, woran das liegt, ich weiß nicht, ob man das klarstellen muss, aber nur weil wir Fanradio oder weil wir vielleicht auch Mitglieder sind, nur deswegen kommst du ja nicht irgendwie an mehr Karten oder nein, so. Nein, Gottes Willen, gar nicht. Also wir haben ja mit dem Verein so gesehen ja nichts zu tun, außer dass wir ein Fanradio sind und wir vom Verein toleriert sind. Also wir sind da jetzt, wir sind keiner von denen, die nochmal 20 Karten als Sponsoren abbekommen haben, irgendwie, die wir jetzt verteilen können. Und selbst wenn. Selbst wenn, die wären sowas von weg. Nein, also Frank hat leider, oder Frank und ich, wir haben leider keine Karten mehr übrig. Uns braucht keiner mehr fragen. Frank, reden wir drüber, wo würdest du dich denn hin verleiten beim DFB-Pokal? Bist du zu Hause auf der Couch oder im Hotel auf der Couch? Du hast so viel Karten gekauft und gehst nicht ins Stadion? Ja, also es ist, ich sag mal so, ja, wie soll ich das sagen? Ich konnte 10 abrufen, ich habe 10 abgerufen oder abgerufen, besser gesagt, aber da das Montagabend stattfindet und ich auch wieder noch einer bei NRGFM, auch wenn es keiner glauben mag, noch einer ehrlichen Arbeit nachgehe und bin ich auch übrigens. Du auch. Und ich glaube, wir alle, genau, es macht noch keiner den Profi-FMler bei NRGFM und deswegen ist mir Montagabend 20:45 Uhr, also Stand jetzt, gucke ich es entweder von zu Hause oder vom Hotel, je nachdem, wo mich mein Arbeitgeber hinschickt. So ist der Stand der Dinge. Ansonsten, ich will ehrlich sein, ich hatte auch Glück. Ich habe im S2-Block, das ist zwar nicht gerade der super duper tolle Block, aber beim S2-Block, das ist die Südwand hinten, habe ich ein paar Sitzplatzkarten ergattert und ich will ehrlich sein, die gehen dann an meine Familie halt. Ja, neben dem Gästeblock, glaube ich, der. Ja, genau, richtig. Da, aber es. Also du hast ja quasi auch die Sicht, die du auf der Nordwand hast, so die Plätze sind voll okay, also ist jetzt kein schlechter Block oder so. Generell im Stadion der Freundschaft siehst du eigentlich überall gut, von daher. Ja. Und ich meine auch, das Hickhack, was du ja gerade anerwähnt hast und was auch bei den Fans, auch bei der Pinnwand ist ja, wie gesagt, ist ja minütlich neue Einträge, ist glaube ich darum, dass es keine Sitzplatzkarten mehr gibt oder dass sie so schnell ausverkauft waren. Und wenn man um 10 Uhr hat jemand geschrieben, 10:05 Uhr waren schon fast alle Sitzplatzkarten weg und das ist ein bisschen kurios, das mag sein, wir haben auch schon drüber gesprochen, es gab bestimmt auch tausende Sponsorenkarten, ich habe gesagt 2000, du nach deiner Rechnung müssen es 1000 bis 3000 sein. Ja, genau. Konnte ich dir jetzt leider nicht vorrechnen, aber meine Theorie war halt, dass, also es wurde irgendwo geschrieben, dass Stand jetzt 15.000 Karten weg sind und davon, da stand aber nicht, ob da die Gästefans mit einberechnet werden, weil es hieß, 2000 Gästekarten gehen auch nochmal weg. So. Nach München, und, ja. Genau. Und wenn du das halt abziehst, also dann bleiben halt 13.000 übrig, ne? Wie gesagt, Dauerkarten mal, plus Mitglieder mal zwei sind circa, was haben wir gesagt, 12.000, ja. So 12.000 stehen im Verhältnis zu 13.000. Jetzt wären natürlich auch nicht alle Mitglieder, wie ich zum Beispiel, der ja auch Stehplatz gekauft hat, aber das wäre so eine Summe halt, ne? So ja, 1.000 richtig. Karten, die da irgendwie noch dazwischen sind. Aber dann könnte das hinhauen, was du gesagt hast, dass natürlich, wenn sich ein paar, wie ich und auch noch andere von mir, Stehplatzkarten besorgt haben, dass da 2000 eine realistische Zahl ist, die Sponsoren bekommen haben. Es ist auch alles von allen, wie gesagt, wir sind auch nicht so nah am Verein, das ist alles Kaffeesatzleserei, wir versuchen das alles zu filtern, was reingekommen ist. Ja, aber und wir denken uns unser Teil und das teilen wir euch hier natürlich mit. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe, das ist wirklich nur Stammtischgelaber. Wir haben da keine Insider. Genau so ist es. Also wir sagen. Vermutung. Aber Vermutung, ja. Genau. Und ja, gut, dabei, dann so ist das. Ja, ich will eins muss noch mal schnell kurz sagen. Jemand hat es gut auf der Pinnwand zusammengefasst. Egal, wie es der Verein gemacht hätte, gemeckert hätten wir immer. Also man kann es nicht hundertprozentig machen. Einige haben gesagt, Mensch, hättest du Mitglieder und Dauerkartenbesitzer nur eine Karte gegeben und ich als Dauerkartenbesitzer bei Block D, ich habe normalerweise eine Dauerkarte Block D, Reihe 10, Sitz 3 und 4,
Könnt ihr mich am Samstag besuchen kommen? Sehr gern. Ich bin da. Ja, dass ich meine angestammte Dauerkartenplatz natürlich nicht bekomme, ist traurig, ist schade, aber das Leben geht weiter. Ja, absolut. Und auch über den Preis, viele haben jetzt schon geschrieben, das ist denen zu teuer. Wie gesagt, ich habe aber auch überrascht, 21 Euro, glaube ich, mit dieser Vorverkaufsgebühr für einen Stehplatz. Aber grundsätzlich, ich hätte wahrscheinlich auch 30 Euro gezahlt. Ja. Aber viele haben, für viele ist wahrscheinlich auch schon 20 Euro zu viel, was auch nicht unberechtigt wäre. Ich will das nicht kleinreden, aber es ist nun mal so, dass der Verein offensichtlich die Kuh jetzt melken muss. Ja, also, natürlich, das richtig. Merkt man ja, also. Und ich gebe dir Brief und Siegel, auch wenn du deinen Stehplatz übertrieben gesehen für 50 Euro verkaufen würdest, selbst da würden es welche kaufen. Und wie gesagt, ich sag's nochmal ungern, aber wenn man auf irgendwelchen Schwarzmarktportalen sieht und sagt, was da für Karten manchmal weggehen, da sind auch 50 Euro da nicht so viel. Ich habe heute schon mal geguckt, das ist der Wahnsinn. Also Viagogo sollen alle sterben, die da arbeiten. Also das ist wirklich schlimm. Aber naja, und jeder, der da Karten verkauft, gleich hinterher. So, ja, Frank, also Karten haben wir nicht, aber was wir haben oder beziehungsweise was der Verein hat, und jetzt kommen wir mal zum noch aktuelleren, da es ja Samstag schon losgeht gegen Altlinike. Wir haben Neuzugänge und über die konnten wir im Podcast noch nicht reden letztes Mal. Wir haben das zwar über alle geredet, die damals da waren und auch ein paar, die geblieben sind. Im Übrigen, ich glaube, wenn man es mal durchrechnet, hätte ich, glaube ich, also prozentual gesehen am meisten recht gehabt. Natürlich. Frank, ich erinnere da, dass du unter anderem gesagt hast, dass Matovila keinen Drittligisten findet und so. Ja, möchte ich nur noch mal erwähnen. Ich weiß gar nicht, hat der gespielt bei Kaiserslautern? Nee, der war rot, weil er noch rot gesperrt war vom Braunschweig-Spiel. Ach so, okay. Ja, okay, weil den habe ich nämlich vermisst. Den habe ich nicht geguckt, siehst du? Aha, okay. Genau. Aber ich habe gesehen, dass Barsch auf der Bank saß. Ja, wow. Ja, ja. Wenn er will, ist ja schon in Ordnung. Oder wenn sein Berater das will, ist ja... Ja, wollen wir darüber schnell eingehen, mit Barsch? Aber eigentlich ist sinnlos. Ja, oder? Also von mir aus, ich meine, wir haben ja Zeit, ist jetzt spontan. Ich mache einmal. Na, kurz sag mal, nehmen wir mal an, du wärst jetzt Arthur Sparge und du hättest jetzt die Möglichkeit, entweder ein bisschen mehr Geld zu bekommen und dafür eine ganze Saison auf der Bank zu sitzen und hoffen, dass die Nummer 1 sich vielleicht verletzt. Oder aber noch vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienen, aber dafür unumstritten 34 Spieltage in der Regionalliga Nordost die Nummer 1 zu sein und deine Leistung abzurufen. Also das muss jeder Spieler selber wissen. Wir sind keine Profis, deswegen ist das auch wieder nur Spekulation. Naja, stimmt, hast recht. Aber ich glaube, für deine Entwicklung ist doch ein Stammplatz in der Regionalliga besser als ein Bankdrücker in der dritten Liga. Kann mir keiner erzählen, wie es geldtechnisch aussieht. Ich sag mal, wenn er jetzt bei Kaiserslautern das Doppelte verdient, dann ist das schon wieder was anderes. Aber wenn sich der Torhüter von Kaiserslautern jetzt nicht verletzt oder so, ich glaub nicht, dass du auf dich groß aufmerksam machst, es sei denn, dass du mal vielleicht im Landespokal oder so im Tor stehst, wie das dann wahrscheinlich der Fall sein wird. Oder der Torhüter von Kaiserslautern extrem schlecht hält, dass das Sparge vielleicht mal einen Einsatz bekommt. Sparge wäre unangefochtene Nummer 1 gewesen. In Cottbus, wer hätte hinten raus wahrscheinlich sich auch entwickeln können in allen Belangen. Rein sportlich weiß ich das nicht. Und wie gesagt, wenn das Geld so krass gewunken hat, dann ist es wieder was anderes. Rein sportlich hätte ich wahrscheinlich gesagt, Regionalliga macht erstmal mehr Sinn. Aber was weiß ich denn schon? Also, richtig. Das Gute ist ja auch, sage ich mal, dass er ja noch, auch wenn er es vielleicht ein bisschen anders gesehen hat oder sein Berater das anders gesehen hat, er hatte ja noch Vertrag bei uns und deswegen gab es auch eine kleine Ablösesumme, wo ja einer mal runtergerechnet hat. Kaiserslautern hat, glaube ich, diese Saison 57.000 Euro insgesamt für alle Neuzugänge ausgegeben. Einige Transfersummen sind bekannt geworden, andere nicht, von Sparic nicht, aber wenn man das runterrechnet, soll der Verein, das ist wieder Kaffeesatzleserei und Vermutung, so um die 100.000 bekommen haben und das ist dann schon ansehnlich. Ist in Ordnung, ja, aber also das war für mich trotzdem das Minimum, was man für Sparge hätte verlangen sollen. Ja. Aber, ja. Steckt man nicht drin. Richtig, richtig. Aber, Frank, Neuzugänge war das Thema. Sparge schon mal abgehakt. Ja. Fangen gleich im Tor an. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeinen vergessen. Wenn nicht, kannst du mich gerne darauf hinweisen. Hui! Ja. Fangen wir an mit Lennart Moser. Ja, Leihgabe von Union Berlin, hat letztes Jahr U19 gespielt. So wie es jetzt aussieht, gegen FK Jomala hat er ja auch über 90 Minuten komplett im Tor gestanden, auch als ein Herr Quint, der auch noch Probetorwart bei uns war,
Ja, wie gesagt, der hat gar nicht gespielt. Das heißt, es ist eigentlich ein sicheres Zeichen, dass wir mit Lennart Mose anfangen. Und der Junge ist 1,96 groß. Also das, was er halten musste, hat er gehalten. Wir haben schon gesehen, dass er gegen Wolfsburg einen Elfmeter gehalten hat. Und dass er für meine Begriffe, wenn wir die Testspiele sehen, sehr stark bei 1:1-Situationen ist. Also wenn da der Spieler auf ihn zugelaufen ist, gab es so gut wie kein Vorbeikommen. Genau, und auch in Wolfsburg ist mir das aufgefallen, also auch wenn wir da hart auf den Sack bekommen haben. Aber wie gesagt, den Elfmeter, den hat er ja auch wirklich gehalten, weil er sich richtig lang gemacht hat und richtig gehechtet. Der war nicht schlecht geschossen. Der wurde jetzt nicht angeschossen, das muss man dazu sagen. Und wie gesagt, so ein 1 gegen 1 hat er auch einfach mal so entschärft, auch halt sehr souverän, sag ich mal. Gegen Aue ja damals auch. Genau, lange stehen geblieben und das, was man sich wünscht von einem guten Torhüter. Also das ist auf jeden Fall ein guter Spahic/Stawecki-Ersatz. Also ich glaube, ich habe mir hier aufgeschrieben, 8 von 10 also von den ersten Eindrücken. Ja. 8 von den ersten Eindrücken, die ich habe. Also bin ich zuversichtlich, dass der das ist ein guter Torhüter. Denke ich auch. Was mir bei den Testspielen aufgefallen ist, was er ein bisschen lernen muss, das konnte Spalsch gar nicht mal so schlecht. Er konnte die weiten Abschläge auf den Zentimeterpunkt hinbringen. Und das fehlt bei Lennart Moser noch. Aber wie gesagt, der Junge ist 19. Wir haben ja gesagt, wir haben die jüngste Elf seit mindestens 15 Jahren. Und deswegen kann er natürlich noch lernen. Und vielleicht straft uns Lügen gegen Altinike. Ja. Genau. Dann haken wir den ab. Ist schade, dass er bloß eine Leihgabe ist. Also wie gesagt, wenn der jetzt, sag ich mal, die 34 Spieltage durchhält, vielleicht müssen wir mit Union nochmal reden, dass er vielleicht dann länger bleiben kann. Mal gucken. Ja. Nächster, Jan Koch bei mir auf der Liste. Hätte ich am liebsten ein Fragezeichen gemacht, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe die Testspiele, die wir kommentiert haben, das waren auch unter anderem außer Aue, waren das ja Testspiele, sag ich mal, wo du als Verteidiger gar nicht auf dich aufmerksam machen kannst. Richtig. So, deswegen gegen Aue muss ich sagen, ist er mir jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen, ehrlich gesagt. Vielleicht hätte ich da auch ein bisschen mehr aufs Spiel achten müssen. Und gegen Wolfsburg, das war halt auch ein Kollektivversagen, mehr oder weniger. Da jetzt irgendwie 8 oder 3 von 10 zu geben, fand ich schwierig. Wie gesagt, da würde ich am liebsten Fragezeichen machen. Das wird sich meiner Meinung nach tatsächlich dann zeigen, wenn die Saison losgeht. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich habe ihn ja gegen FK Jomala gesehen und die haben ja auch ihr Heil nach vorne gesucht. Also da gab es die eine oder andere brenzlige Situation im Cottbuser Strafraum, die er zum Teil manchmal gut gelöst hat, manchmal weniger gut. Aber er war ja letztes Jahr auch Stammspieler. Also er ist einer derjenigen, auch wenn er noch relativ jung ist, ich glaube, jetzt muss ich lügen, ist glaube ich 24 Jahre alt. Er ist einer der Älteren und er muss vorangehen. Und ich hoffe, dass auch Müller bald fit wird und dass er vielleicht mit Müller eine sehr gute Innenverteidigung bilden kann und wird. Hoffentlich. Gebe ich dir recht, Frank. Der nächste, Ben Meyer. Fangen wir mal an. Ben Meyer. Boah, ich will jetzt kein Ben Meyer-Bashing machen, aber der Junge ist ja 20. Wir fangen mal mit dem Positiv an. Er ist 20, er ist willig, er will sich weiterentwickeln. Deswegen hat er seinen Vertrag bei Fürstenwalde mehr oder weniger aufgelöst, ist dann zu Cottbus gekommen, weil vielleicht auch wie alle anderen Neuzugänge auch wollen. Aber man hat, gegen Aue habe ich es ein paar Mal gesehen und ich habe es auch gegen Jomala gesehen und auch, gegen Wolfsburg war er gar nicht dabei, da war er, glaube ich, verletzt. Nee, bestimmt gar nicht verletzt, war er gegen Krischow. Da ist manchmal ein bisschen das taktische Defizit. Also bei Wolfsburg gab es eine Szene, er hat den Ball, er rennt nach vorn, vertändelt den Ball und ich weiß nicht, ob es jetzt seine Schuld ist oder die Schuld von seinem linken Mittelfeldspieler. Auf jeden Fall war dann hinten links keiner und Wolfsburg kam von hinten links, flankt rein und das Tor fällt. Also, und das ist mir auch bei Aue schon aufgefallen. Also hat gute Ansätze, aber Pele Wolle sagt nicht umsonst, die Außenbahn ist noch eine der größten Baustellen in der Abwehrkette. Absolut und auch ähnlich hätte ich es beschrieben, nur wenn ich sogar ein bisschen mehr, auch mit einem Fragezeichen, weil in dem Spiel, in dem er mir am meisten aufgefallen ist, war glaube ich gleich das erste Spiel, was wir kommentiert haben gegen Frankfurt, weil sie da viel über seine Seite gespielt haben, da ist er uns gleich mal in Erinnerung geblieben, dass man so ein Spiel gegen Frankfurt, was am Ende sehr hoch aussieht, 16-18-0 oder so. Aber es war ein Achtligist. Ja, meine ich ja. Deswegen sollte man das nicht so sehr, so krass positiv bewerten. In den anderen Spielen ist er mir dann schon wieder kaum aufgefallen, bis gar nicht. Deswegen ist es mir auch schwer gefallen, im Vorhinein da irgendwie eine Bewertung abzugeben oder so. Grundsätzlich gebe ich dir recht in dem, was du gesagt hast, dass es
ja, auf der Außenbahn schwierig wird, wenn er der Stammspieler auf den Außenverteidigerpositionen ist oder machen will. Da habe ich ehrlich gesagt auch in der Vorbereitung zu wenig dafür gesehen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wen du als nächstes hast, aber da können wir gleich mal zu Marcel Hoppe kommen. Auch der wäre tatsächlich der Nächste gewesen. Er ist ja, können wir machen. Genau, ja, von RB Leipzig gekommen. Und Marcel Hoppe, kann man eigentlich das Gleiche sagen. Also gegen Aue, das 1-0 war es, glaube ich. Nee, der Anschlusstreffer, das 3-1, was er da für Abdoukadir Biazid vorbereitet hat, das war ja Sahne, wie er da die Linie lang gerutscht ist oder gelaufen ist und den nächsten ausgespielt und nächsten ausgespielt, wo er Tempo aufgenommen hat. Aber auch da gibt es defensiv dann doch manchmal, hat er ein paar Bolzen geschossen. Auch bei Jomala, weil bei Jomala, das konnte man gut sehen. Auf der einen Seite war Hasse, der war, glaube ich, jetzt muss ich lügen, links. Und rechts hat sich in der ersten Halbzeit Ben Meyer probiert und war durchschnittlich, sage ich mal. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit Pele Wollitz, hat Marcel Hoppe reingenommen. Und das war genauso durchschnittlich, wobei man sagen muss, offensiv ging da, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber da will ich nichts Falsches sagen. Also ich bin echt gespannt auf die Startelf in der Ginnicke, weil einer von den beiden spielt definitiv, Ben Meyer oder Marcel Hoppe. Aber wer es von den beiden ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber wir kommen ja gleich noch dazu. Ja, ja. Werdet ihr ja auch in den Themen dann sehen. Ich werde das wieder ein bisschen chronologisch anordnen. Mir ist gerade eingefallen oder aufgefallen, grundsätzlich könnte man Hoppe ähnlich zusammenfassen wie Meyer, das hast du auch schon gesagt, außer, dass er diese Situation gegen Aue hatte, weil die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, ja. wo er halt auch Tempo, richtig. Mal, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, wie Meyer, nur schneller von dem, was wir gesehen haben bis jetzt. Deswegen ist er mir auch ein bisschen positiver in Erinnerung geblieben, weil man gesehen hat, was er machen kann. Weil ich sag mal, es ist immer gut, wenn du auf den Außen einen hast, der von hinten den Mittelfeldspieler, sag ich mal, mit einem Doppelpass überlaufen kann und dann, wer auch immer dann auf der Seite spielen wird, mit einem langen Pass Richtung Eckfahne und der zieht die Linie lang, das kannst du immer gebrauchen. So. Wobei, jetzt muss man dazu sagen, bei Jomala war es auch so, hat der ja auf der linken Seite gespielt, das heißt, sein linker Mittelfeldspieler wird wahrscheinlich Berkan Taz sein, zu dem kommen wir auch gleich, wird Berkan Taz sein und der hat auch mehr Qualität in der Offensive als in der Defensive, also wie gesagt, da muss man auch Marcel Hoppe sagen, pass auf, geh doch nicht so doll in die Offensive, weil Berkan Taz, der kann nach hinten, hat ja ein bisschen Defizite, also versuche lieber hinten den Laden dicht zu machen und lass die Offensive lieber Berkan machen. Genau, und zu dem können wir jetzt auch gleich kommen, Berkan Taz, für mich. Ja, der hatte gegen Krischow, war er dann auch wieder ziemlich, für mich, naja, nicht unsichtbar, aber gegen Wolfsburg war er auch nicht so sahnig. Gegen Aue hat er mir besser gefallen. Also er hat auf jeden Fall schon gezeigt, was in ihm steckt. Der ist auf dem engen Raum, glaube ich, der Beste im Team, kann gefühlt auf einem halben Quadratmeter, könnt ihr uns beide tunneln, sag ich mal. Auf jeden Fall, na klar. Ist, glaube ich, auch... Ich bin immer noch der Meinung, der ist beidfüßig. Oder ich habe der ist beidfüßig, oder kann ich dir sagen. Oder ich habe mich auch einfach oft verguckt, aber ich wusste teilweise nicht, mit welchem Fuß der jetzt schießt, weil der hat in Großreschen hat der Tore aus 20 Metern mit links gemacht und manche Ecken hat er mit rechts gemacht und manche, also ne, Potenzial, sage ich mal. Ne? Also er hat bei FK Jomala das 3-0 mit rechts geschossen und das 4-0, das war die gleiche Situation. Er hätte auch mit rechts schießen können, aber nein, er legt mit dem Rechten auf seinen Linken und schießt dann mit dem Linken ab. Also das ist, also er ist beidfüßig und ist eine Leihgabe. Man wundert sich, dass er in die Regionalliga gekommen ist, weil er ist ja noch unter 23. Das heißt, er wäre bestimmt auch für viele Drittligisten wäre er eine Option, den Kader voll zu machen. Und trotzdem hat er sich für Cottbus entschieden, wobei man dazu sagen muss, Berlin-Cottbus ist ja nur nicht so weit weg wie vielleicht Berlin-Zwickau, Berlin-Jena. Außerdem, und ich glaube, da hat vielleicht auch Pele Wollitz noch ein bisschen dran gefeilt. Wollitz meinte ja auch schon, dass er ihn gerne im Winter gehabt hätte. Und gut, jetzt ist er erst jetzt da. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie Pele Wollitz verhandelt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch mal ein bisschen reingespielt hat. Deswegen, um mal schnell abzuschweifen, haben wir, glaube ich, auch so viele junge Spieler. Nicht, weil wir vielleicht nicht das Budget dafür ältere gestanden haben, sondern wir haben, glaube ich, deswegen junge Spieler, weil Pele Wollitz wirklich den Ruf weg hat, aus jungen Spielern gestandene Spieler zu formen. Und das ist ja das Positive, was er ja auch sagt. Wenn ihr zu uns kommt, ich kann euch Beispiele nennen, die vor 3 Jahren zu uns gekommen, ein Fabio Doriti kam von Neustrelitz, ein Lasse Schlüter wurde mehr oder weniger bei Nordhausen aussortiert, Strelli Mamba, Matovia sind übers Probetraining gekommen, haben damals nur 5 Ligisten gespielt und er hat es geschafft, innerhalb von 3 Jahren die Jungs mehr oder weniger Drittliga und bei Schrilli Mamba sogar ganz nach oben zu schaffen. Auch auf andere Positionen ja teilweise. Ja, ne? Genau, also richtig. Wenn man das mal so vergleicht,
ich weiß gar nicht, Matovila, glaube ich, davor immer nur Außenverteidiger. Ja, hat er auch gesagt, das geht gar nicht. Gewesen. Ja. Mamba hat irgendwie, der war, wie alt war der? 22, 21. Als er hierher kam, hatte aber schon 8 Profivereine, ja, jedes halbes Jahr gewechselt. Hat, glaube ich, Wollitz auch danach gesagt, dass Mamba meinte, dass es war wirklich seine letzte Chance und die hat er genutzt. Wahrscheinlich auch dank Pele Wollitz und dem ganzen Drumherum, was damals geschaffen worden ist. Also, der kann schon, Pele Wollitz kann schon, ja, wie soll man sagen, schleifen oder formen. Ja. Auch von mir aus auf anderen Positionen, sage ich mal. Ja. Und das ist aber auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass ein Jahr einfach zu wenig ist, weil Wollitz mindestens ein Jahr brauchen wird, um diese Mannschaft wieder zu formen. Also mit dem Kader kann mir, also mal sagt ja auch Wollitz, da lehne ich mich ja jetzt nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir mit dem Kader, so jung und talentiert, wie er ja ist, wirst du nicht Meister dieses Jahr? Diese Saison. Also wenn der Kader so bleibt, wir haben ja noch, das Transferfenster ist ja auch, ich glaube, noch 5-6 Wochen übrig und auf, sage ich mal so rum, da kann noch viel passieren, aber mit dem Kader jetzt, eigentlich müsste man dem Kader, so wie er jetzt steht, müssten die alle 3-4 Jahresverträge haben und nicht so wie bei Transfermarkt steht, dass die meisten Neuzugänge eigentlich bloß einen Einjahresvertrag haben und das geht eigentlich nicht. Also Kommt ja dazu, dass so gut wie kein Neuzugang wurde erwähnt, zumindest auf der Homepage und in der Pressemitteilung sonst was, wie lange denn der Vertrag geht. Und das ist für mich auch ein Indiz dafür, dass die wirklich alle nur einen Einjahresvertrag bekommen haben. Und wenn es nicht klappt dieses Jahr, weiß nicht, wer da noch bleibt. Da muss man wirklich, ich stecke da nicht drin. Ich weiß nicht, wie alles spitz auf Knopf dort genäht ist, aber man muss es doch langfristig. Der Herr Jeckel von Karton EU, der ja auch in den Verwaltungsrat in der Mitgliederversammlung gewählt worden ist, er hat ja bei seiner Antrittsrede gesagt, er sieht es sinnvollerweise als Zweijahresprojekt. Und auch Pele Wollitz hat gesagt, vor 3 Jahren, wo wir auch genauso fast an der gleichen Position standen wie jetzt, da hat niemand vom Aufstieg gesprochen. Da hat denn Herr Wahrlich nicht vom Aufstieg gesprochen. Pele Wollitz nicht, sondern der andere hat gesagt, wir gucken mal, wir machen erstmal, wir schauen erstmal. Und wie gesagt, in der ersten Saison hat es nicht geklappt. Dann haben sie Zimmer noch dazu geholt, weil sie sagen, okay, wir brauchen noch einen Offensivspieler. Zimmer passt genau ins Anforderungsprofil. Und auf einmal läuft, die Mannschaft war eingespielt, hat ein Jahr Zeit gehabt, um sich einzuspielen. Und ja, ich glaube nicht, dass es diese Saison so einfach wird. Nee, auf keinen Fall. Und wie gesagt, das wird man nach den ersten 5 Spieltagen auch sehen in der Tabelle. Ja. Ich meine, natürlich können die uns alle gerne vom Gegenteil überzeugen, natürlich. Aber realistisch gesehen muss man so drüber reden. So, wir wollen ja jetzt, wie gesagt, jetzt nicht zu pessimistisch rüberkommen, aber ich glaube, realistisch gesehen wird es darauf hinauslaufen. So, auf meiner Liste habe ich dann noch Tobias mit Vornamen, glaube ich. Ja, Tobias Hasse. Ja. Ähnlich wie die anderen Kollegen, also ich habe von Hasse, fiel mir auch schwer, da eine Bewertung abzuliefern. Frank, weiß nicht, wie siehst du das bei dem? Also Tobias war ja Stammspieler, ich glaube, der kam aus Erfurt, der war ja Stammspieler in Erfurt. Weiß, wie die Drittliga, siehst du, ich bin doch im Drittliga-Modus, nein, weiß natürlich, wie die Regionalliga läuft und hat gegen FK Jomala auch Außenbahn gespielt. Wie gesagt, er hat die rechte Seite beackert, über 90 Minuten übrigens, er wurde nicht ausgewechselt, beziehungsweise nicht ganz 90 Minuten, sondern die letzten 10 Minuten durfte jeder mal rein. Da kam dann Marcel Rausch, der auch noch Profispieler bei uns ist, dann rein für ihn. Aber ich glaube, er ist gesetzt, weil einmal hat er das gestandene Alter, zweitens ist er gestandener Regionalligaspieler und er ist mit seiner Außenbahn gesetzt. Wie gesagt, Sorgen macht mir die andere Außenbahn und wenn er sich mal verletzt, haben wir keinen adäquaten Ersatz. So einfach ist das. Ja, aber bei einem 18-Mann-Kader mit 2 Torhütern hast du eh wenig Ersatz. Nico, ich weiß nicht, wie weit dein Knie ist, aber du müsstest eigentlich langsam mal bei Pele vorstellig werden. Ja, zum Winter. Im Winter. Okay. Dann bleibe ich nach der Pressekonferenz mal und dann nimmst du mal beiseite. Dann schnalle ich mir die Schienbeinschoner um und sage, komm, Pele, nehme ich mal mit. Ja, wirst du sehen, so wird's kommen. Ja, haben wir jemanden vergessen? Ich meine, klar, wir könnten jetzt noch über Brückmann reden. Aber ja, 2 Spiele erst da gewesen gegen Krischo. Unauffällig. Da kannte die Mannschaft nicht. Ja, aber deswegen ist es jetzt, weiß ich nicht, und du kannst mir jetzt vielleicht sagen, wie er beim Kiebitzer gespielt hat. Auffälliger, besser. Er hat auch schon halbwegs harmoniert mit Rangelov, mit Dimitar Rangelov.
für mich eigentlich unverständlich, was er bei uns zu suchen hat. Wenn du mal überlegst, er kam zwar bei Jena bloß als Joker zum Einsatz, aber er hat dort 8 Tore geschossen. Und das wäre bei uns, hat mal jemand rausgerechnet, bei Cottbus wäre es der zweitbeste Angreifer letztes Jahr gewesen. Und dass er nichts gefunden hat, außer dann bei Cottbus anzuheuern, ist schön für uns. Und ich liebäuge ja noch, er hat ja noch einen Bruder, der 2 Jahre älter ist und der laut Transfermarkt.de bei Jena auch mehr oder weniger aussortiert wurde und noch vereinslos ist, der Florian Brückmann. Und den könnten wir bei uns hinten in der Abwehr auch brauchen. Und lieber Florian, wenn du jetzt hörst und lieber Felix, wenn er jetzt hört. Na, bestimmt hören die. Dann bitte ruf doch mal, also wenn du noch keinen Vertrag von Eddie Cottbus hast, rufe doch mal bei Pille Wollitz an und sagst, Mensch, ich habe ja noch einen Bruder, der ist vereinslos, hat letztes Jahr bei Jena gespielt, war dort mehr oder weniger Stammkraft, ist bloß aussortiert worden, für die Regionalliga reicht es bestimmt. Und wir haben ja die größte Baustelle, ich sag's immer wieder, die größte Baustelle ist die Abwehr. Ja, und sag als Quelle, das Fanradio hat im Podcast gesagt, ich soll mich mal bei euch melden, ja, genau. Das ist eine Bank, dann weiß er, alles klar. Dann eigentlich, Nico, jetzt wo du das sagst, vielleicht sollten wir nicht nur Fanradio machen, wir sollten noch eine Beraterfirma aufmachen. Ich glaube, Wir sollten mal bei Florian Brückmann anrufen, dann rufen wir noch, dann rufen wir noch bei Staatself an und dann rufen wir noch bei Kevin Weidlich an, die sind ja auch momentan noch vereint, so sagen, Mensch, hier, komm, ist vielleicht ein bisschen doof gelaufen, mein Cottbus, aber willst du nicht nochmal, bevor du ganz arbeitslos bist? Ja, genau. Drückst du weg. Okay, kleine Panne, schneide ich raus, Minute 35. Franke, haben wir noch gesagt, nicht, dass das Telefon diesmal wieder klingelt, wie bei Benny damals? Ich hab's im Auto gelassen, da hat mir jemand unten nicht aufgemacht. Okay, mein Fehler. Gut, habe ich einen Neuzugang vergessen? Fällt dir noch einer ein? Puh, fangen wir mal an, Rangelow. Wie gesagt, der andere Torhüter, Der Norman Quinn, glaube ich, heißt er. Was soll man über den jetzt sagen? Bringt uns gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, der hat bei Neustrelitz damals, war er Ersatztorwart, hat aber auch, glaube ich, ein Spiel gegen uns gespielt, hat aber 4-mal hinter sich greifen müssen, kann ich mich aber auch nicht erinnern, will ich ehrlich sein, ist dann zu Lotte gewechselt, hat bei Lotte, war er 3. Torwart, hat nie gespielt. Also ja, vielleicht brauchst du einen Torwart, weil der momentane Ersatztorwart ist ja der junge Simon, der ist von der U17, das heißt, wenn die U17 Bundesliga losgeht, dann kann der bei uns nicht auf der Bank sitzen, dann muss der im Bundesliga-Team spielen, das ist ja ganz klar. Und Stavecki dauert. Ja, genau. So, ja, ansonsten sind wir eigentlich alle Neuzugänge, also das sind die ich mir aufgeschrieben habe und mehr sind ja dann auch nicht. Nö. Mehr haben sie auch nicht im Rahmen nicht gespielt, glaube ich, also es, ja, nein, wirst du jetzt auch nicht, wer da noch kommen könnte. Dann kommen wir zum fast abschließenden Thema, möchte ich sagen. Wird nicht der längste Podcast diesmal, aber ist ja auch nicht schlimm, Frank. Wir haben uns vorher abgesprochen, dass wir mal, weil wie gesagt Samstag ist, ne, ist die erste Partie in der Regionalliga, dass wir mal beide so eine Startaufstellung uns ausmalen, wie wir denn aufstellen würden von dem, was wir gesehen haben. Ich weiß nicht, Frank, wollen wir es Position für Position durchsprechen? Ich habe, muss ich sagen, 2 Aufstellungen gemacht, einmal mit 2 Stürmer, einmal mit 1 Stürmer. Wie wollen wir es machen? Um mal schnell vorwegzunehmen, wir haben noch ein paar mehr Neuzugänge, aber das sind keine richtigen Neuzugänge, sondern das sind alles ehemalige U19-Spieler. Da ist der Colin Rack dabei. Ja, da ist noch Eisenhut, ist ja, mehr oder weniger im Kader. Und der junge Niklas Geisler ist dabei. Über den könnten wir auch reden, ja. Ja, aber und Bruschinski auch. Aber wie gesagt, die kennen wir ja schon, wir haben die schon gesehen. Genau. Wir sind jetzt bloß auf die wirklich Neuzugänge, die mit Cottbus eigentlich noch nichts am Hut haben. Genau. Gut zu wissen oder gut, dass du es nochmal sagst. Klar, hatten wir jetzt noch über Colin Rath, Geisler, blablabla. Wir gehen mal bei der Startelfstellung davon aus, dass alle Spieler fit sind. Ja. Also zählen wir auch einen Robert Müller dazu. Ja. Gut. Na, im Tor ist klar, Lennart Moser. Der steht auch bei beiden Aufstellungen bei mir im Tor. So, und bei meiner Aufstellung habe ich in der Innenverteidigung Robert Müller und Jan Koch. Habe ich in einer, habe ich das so. Ja, okay. Und in der anderen, aber da der hat halt noch keinen Vertrag. Weil Stanese. Ich weiß nicht, was mit Stanese ist. Ja, wobei, den würde ich nicht in die Innenverteidigung stecken. Den aber ich er, hat am, er hat doch jetzt am Wochenende auch wieder Innenverteidigung. Nee. Hat er nicht. Gegen FK Jova nicht. Nee, okay, gut, dann habe ich mich, aber gegen Krischer hat er, glaube ich, Innenverteidigung. Das ist ja das. Der hat oft Innenverteidigung. Richtig, genau. Und muss dazu sagen, ich hatte mich gegen FK Jomala mit dem Herrn von der Runsche auch ein bisschen, ich will nicht sagen, der Woll, aber wir hatten ein bisschen das Gespräch, weil ich sage, wir spielen mit Viererkette. Mhm. Wir spielen mit Hasse, Koch, Schneider, Meier. Und er sagte, nee, wir spielen mit Dreierkette. Und Stanese hat in meinem Begriff einen Sechser gespielt, der aber manchmal auch nach hinten gekommen ist.
und dann den letzten Mann gespielt. Aber eigentlich hat er diesmal gegen Jomala den Sechser gespielt. Und ja, von Sternese, ja, puff, wenn er nicht unterschreiben will, dann will er nicht unterschreiben. Was kannst du denn machen? Weil er wurde ja sogar interviewt von hier Niederlausitz aktuell und so nach okay. dem Spiel und alles, aber wer auch immer das Interview gemacht hat, warum fragst du ihn nicht, wie es aussieht? So. Ja. Weil wie gesagt, Sternese, ich glaube, der würde, oder Sternese, soll man ihn ja nennen, aber wir nennen den Sternese, scheißegal. Ja. Der würde dem Team nochmal ganz gut tun. Ja, auf jeden Fall, na klar. Sehr gut tun sogar. Und Pille Wolle sagt ja, er hat knapp ein Jahr nicht gespielt und Sternese liebäugelt ja noch mit den Drittligisten, aber wie gesagt, die Drittliga, die hat schon angefangen. Wenn jetzt nicht irgendeine Drittligamannschaft richtig abkackt, dass der Präsident nochmal die Schatulle aufmacht, sagt, wir müssen nochmal die Transferperiode nutzen oder es verletzt sich genau, jemand. Genau. Dann hat er doch keine Chance. Und ich musste ihn jetzt die Pistole auf die Brust setzen. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, da ist auch der Berater wieder drin, weil Peter Wolf sagte ja, er ist mit im Gespräch vom Berater. Ich denke mal, wenn man Sternese direkt fragen würde, würde er vielleicht sagen, klar, ich bleibe, ist kein Problem. Aber die Berater haben es ja in der Hand. Die versuchen ja, das Bestmögliche rauszuhandeln. Und ja, vielleicht warten sie. Genau, kommen wir auf das, was für mich am schwierigsten war, auf die Außenverteidigerposition. Links spielt bei mir Hoppe, Linksverteidiger. Hm. War dann die einfachere Variante. Wie war es bei dir? Wahrscheinlich auch. Also ich sagte immer beide Außenverteidiger, die, so, ja, die ich hatte. Da ich ja Müller und Koch in der Innenverteidigung hatte, ich außen Schneider und Hasse. Schneider und Hasse? Ja. Schneider kann alles spielen. Der kann Innenverteidiger, kann Außenverteidiger, der kann im Sechser spielen. Und ich würde außen dann Schneider spielen lassen. Mhm, okay. Gut, bei mir wären es Hoppe oder Hasse auf den Außen und Hasse auf den Außen gewesen. Ja. Hasse wahrscheinlich auf rechts, weil ich glaube, gegen Krischow haben sie auch so gespielt. Da bei Jomala hat er auch rechts gespielt. Da haben Geißler und Hasse auf der rechten Bahn gespielt. Und weil du Schneider sagst, der würde bei mir auf der 6 spielen. Ah ja, okay, ja. Da habe ich natürlich meinen persönlichen Lieblingsspieler, aber da kommen wir gleich zu. Ich sag dir jetzt mal nicht, wirst du gleich merken, dass der bei mir keinen Platz findet. Obwohl, vielleicht in der zweiten Aufstellung, jetzt wo du mir gesagt hast, dass Zickert ja noch gar keinen Vertrag hat, siehst du, ich war der Meinung, der hat Vertrag. Zickert kommt bei mir in der anderen Aufstellung vor. Aber okay. Ja, wobei mal ganz ungelogen, du hast auch viele Testspiele gesehen, ist der Zickert rausgegangen, also der hat manchmal Klopse geschossen. Positiv ist der mir nicht aufgefallen. Der ist entweder. Auer war er schon noch ziemlich. Er hat sich nicht geschont. Der ist wieder voll reingegangen, hat viel Einsatz gezeigt. Und das war das, was mir positiv hängen geblieben ist, dass er auf jeden Fall investieren will. Aber halt, haben wir ja auch im letzten Podcast schon drüber geredet. Wer weiß, ob das gut geht. So blöd wie es klingt. Ne? So blöd wie es klingt. Fassen wir mal zusammen. Meine Aufstellung hinten ist bis jetzt Moser, Müller und Koch in der Innenverteidigung. Auf den Außen Hasse und Hoppe und auf der 6 Schneider. Bei dir war es German auf der 6? German auf der 6, genau. Oder aber, wenn Chinese unterschreibt, natürlich Chinese, klar. Ja, das ist halt das große Fragezeichen. Kommen wir mal weiter ins Offensive. Außenmittelfeld, also rechtes Mittelfeld, wäre bei mir Geißler. Ja, natürlich, keine Frage. Logisch. Links Tatz. Ja, auch. Sicher, und dann, wenn wir mit zwei Stürmern spielen, Rangelhoff und Brückmann. Ja, wobei Rangelhoff hat auch gegen Jomala so ein bisschen hinter der Spitze gespielt. Also da hat Brückmann manchmal ganz vorne und Rangelhoff so ein bisschen versetzt. Und hat so ein bisschen den Spielmacher gemacht, also die klassische 10. Wobei da aber auch neben Sternese Colin Raag zum Beispiel angefangen hat. Und der ja auch das 2-0 gemacht hat, was vielleicht ein bisschen komisch war, weil er musste mit der Pike ein bisschen dazwischen hakeln. Macht er vielleicht auch nicht jedes Mal, weil der Ball sonst nämlich ein richtiger Innenverteidiger klärt ihn vorher. Aber vielleicht ist auch Colin Raag in der Anfangself, wer weiß. Genau, und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen, und zwar die 10. Oder der zentrale Mittelfeldspieler. Ja. Wer ist das bei dir? Ja, Felix Geißler könnte es machen, wie gesagt. Ja, aber der spielt ja bei der uns spielt, schon der spielt rechts. Schon rechts, genau so ist wer es. Wer macht es, wenn es nicht der eine Geißler macht? Bei mir macht es der andere Geißler, Niklas. Aber wer soll es machen? Überleg, wer ist bei uns zentrales Mittelfeld? Ja, das ist, wie gesagt, man könnte jetzt Rangelhoff sagen. Und dass Broschinski dann vorne spielt. Ja, aber Broschinski ist ein Joker, ja, von Anfang an, nein. Also das. Okay, ja. Aber das wäre ja, wenn du jetzt sagst, Rangelhoff hat auch schon mal hinten gespielt, ja, dass Rangelhoff nach hinten spielt. Also es fehlt in der Zentrale jemand. Deswegen ist es ja umso ärgerlicher, dass der Tunay Deniz ja leider abgesagt hat. Ja. Der vom BRK. Weil er hätte genau diese Position, die wir jetzt beide diskutieren, genau da hätte der reingepasst. Ja, ich weiß nicht, ob man die Aufstellung noch irgendwie so formen kann, dass Taz vielleicht der Zehner wird.
Das weiß ich nicht. Oder dass Geißler, wie gesagt, oder dass Geißler, Felix Geißler den Zehner macht und dass man rundherum so baut, dass man das hinbekommt. Aber das hat mich wirklich überrascht. Ich habe mich heute, wie gesagt, mal kurz hingesetzt, habe so eine Aufstellung ausgearbeitet. Wir haben keinen richtigen Zehner. Du hast kein Viteriti. Ja. Oder du hast kein Zimmer. Aber nicht mal Viteriti war ja unbedingt der feste Zehner im Nachhinein. Der hatte dann auch viel auf den Außen. Aber den konntest du da hinstellen, das ist richtig. Nicht aufgefallen. Oder ein Marcello. Ja. Oder wie gesagt, ein Maxi Zimmer. Marcello könnte vielleicht Danese machen, aber er hat nie unterschrieben. Ja. Ja. Und wie gesagt, Dennis Tunay, wenn der unterschrieben hätte, es wäre genau diese Position, die noch fehlt. Genau. Und Grangelow kann es machen, Taz kann es wieder nicht machen, weil ich der Meinung bin, Taz spielt noch nicht zu mannschaftsdienlich. Also es gab auch gegen Jomala ein paar Szenen, klar, wo er sagt, Mensch, ich will das Ding selber machen und wo er vielleicht den besser postierten Nebenmann nicht gesehen hat. Und deswegen als Ballverteiler war Rangelow bei Jomala schon die bessere Alternative gegenüber Taz. Ja, und ich merke auch gerade, dass meine zweite Aufstellung eigentlich komplett für den Arsch ist, weil Zickert ja noch keinen Vertrag hat. Deswegen bleibt es bei der Einaufstellung mit den zwei Stürmern. Genau. Ich kann es ja für mich nochmal zusammenfassen. Also Musa am Tor, Hasse, Müller, Koch, Hoppe hinten. Auf der 6 dann bei mir Schneider. Die beiden Geißlers habe ich auch in meiner Aufstellung vorne. Also Felix rechts, Niklas als Zehner. So ist es, so habe ich es mir halt zusammengereimt. Links Taz, vorne Brückmann und Rangelow. Frank, bei dir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Bei dir würde German auf jeden Fall spielen. Ja, auf jeden Fall, na klar. Und ja, aber seien wir mal ehrlich, das ist, wenn du schon bei so einer, wie soll ich sagen, wenn alle fit sind, Aufstellung, so eine Probleme hast. Und wie gesagt, Müller ist eigentlich noch verletzt. Richtig. Gehen wir mal davon aus, wir müssen Müller jetzt streichen. Ja, und dann kommt Schneider rein. Dann kommt Schneider hinten rein. Ja. So, dann fehlt dann in die Mitte. Dann fehlt die 6 bei mir. Gut, dann müsste man wahrscheinlich German da hinstellen. Ja, bei dir, ja. Bei deiner Aufstellung, ja. Aber du kannst nicht nachladen. Ja. Das ist ja das, was Pille Wolz immer will. Er will ja mal nachladen, aber er hat nichts zum Nachladen. Das ist ja genau das Problem. Und wir haben ja schon erwähnt, es ist der jüngste Kader seit gefühlt 15 Jahren. Und da hat auch Pille Wolz gesagt, die jungen Spieler, die sind alle willig. Und an einem Sahnetag, das hat man ja gegen Aue gesehen, wo ja in der zweiten Halbzeit ja wirklich eine noch jüngere Elf gespielt hat, die haben ja Aue berannt, beackert gemacht. Das können die vielleicht einmal, das können die aber zweimal. Aber bei den jungen Spielern fehlt meistens noch die Konstanz. Und da brauchst du halt ältere, gestandene Spieler, die diese Konstanz haben. Und er hat ja auch gesagt, auch wir haben vor 3 Jahren in der Regionalliga mit dem jüngeren Kader angefangen, aber dann haben wir einen Ziegenbein dazugeholt. Wir haben einen Tim Kruse nachverpflichtet. Also da lief die Saison schon. Also wie gesagt, die beide kamen nicht am ersten Spieltag haben sie gespielt, sondern die haben vielleicht am dritten, vierten gespielt. Und sowas muss halt noch kommen. Ja, absolut. Ja? Und ich weiß auch nicht, was der Transfermarkt hergibt, aber ich kann das, wie gesagt, ihr könnt das ja mal selber machen und in die Kommentare schreiben, ob da andere Leute die Aufstellung anders aufgestellt hätten. Wie gesagt, bei Broschinski war ich mir immer auch nicht so sicher, weil wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch überzeugt von dem, aber von Anfang an würde ich ihn auch dieses Jahr noch nicht bringen. Nee. Also, ja. Der muss noch ein paar Mal im Kraftraum, also das hat man gegen Jomala auch wieder gesehen, da hat er den Ball und dann wird aber weggeschickt und er kann sich nicht behaupten. Also wie gesagt, die Ballbehauptung ist noch ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, das Problem. Aber was ich jetzt sagen wollte, wie gesagt, wir haben relativ junge, wir brauchen gestandene Spieler und ich hatte schon mal angeklungen, ich will jetzt mal wirklich deine Meinung hören, vom alten Kader, ich sag's jetzt mal, ich zähle sie nochmal auf, Starze vereinslos, Kevin Weidlich vereinslos, Scheitauer momentan verletzt, aber auch vereinslos und den vierten war Daniel Bohl, auch vereinslos. Und jetzt mal meine Frage, wenn du jetzt Pele Wollitz wärst oder wenn du ein bisschen Geld übrig hast, sollte man die nochmal kontaktieren oder sollte man sagen, nee, wir machen einen kompletten Neuanfang und dann ist gut? Scheitauer nein, weil ich denke, also auch wenn sich Pele Wollitz und Scheitauer normal noch unterhalten haben und Scheitauer auch mit den anderen Leuten gequatscht hat, der wird schon zum Team und zum Trainer einen guten Kontakt haben, aber aufgrund dieser Ärztegeschichte hat, glaube ich, auch Scheitauer keinen Bock mehr auf Cottbus, glaube ich zumindest. Er hat ja auch auf den sozialen Medien geschrieben, er ist immer noch mit dem Team sehr verbunden, aber er hat sich wahrscheinlich da so schlecht von den Ärzten behandelt gefühlt, dass da das Tischtuch zerschnitten ist. Genau. Bei Weidlich ja dann ähnlich. Wie bitte? Bei Weidlich dann ja ähnlich. Vielleicht, ja. Lass mich mal noch kurz zu Starzow kommen. Ja. In der jetzigen Situation muss es
da musst du jeden Tag Starzo schreiben, ey, komm mal vorbei. Also unbedingt, Starzo wäre jemand, den man definitiv noch, wo man definitiv... Und der war ja eine Bank, in der Regionalliga war er ja hinten, rechts wie links eine Bank. Und Bol war auch in der dritten Liga ein guter, quirliger Kämpfer, den brauchst du jetzt auch. Ja, richtig. Gerade wenn du mir jetzt sagst, dass das Sickert keinen Vertrag hat, natürlich braucht, also Bol und Starze für mich, wenn... Sollten wir doch mal fragen. Ich rufe da gleich mal an. Wir machen doch noch eine Beraterfirma auf. Wir haben ja die Nummer. Wir machen da Nico und Frank und Friends und dann geht's los. Und Friends, ja. Genau. Und weil ich, weiß ich nicht, wenn er, also das, was ich auf den sozialen Medien sehe von ihm, weil wie gesagt, ab und zu posten sie dann auch mal was, dass er halt irgendwie, er wird sich schon irgendwie fit halten, aber es sieht nicht nach Wiederkehr aus, genauso wenig wie bei den anderen wahrscheinlich. Aber ja, also Bol, ich weiß nicht, woran liegt es denn da, dass die nicht verlängern wollten? Hatten die keinen Bock mehr auf Cottbus oder dachten die, die wären in der dritten Liga fündig oder was? Also Bol hatte ja ein Interview damals mit der Lausitzer Rundschau, wo sie dann gefragt haben, Vertrag läuft aus und wie seid ihr abgestiegen und könntest du dir vorstellen, bei Cottbus zu bleiben? Und da hat er gesagt, naja, es ist ein bisschen schwierig, weil er wohnt ja hier auch nicht um die Ecke, er wohnt ja, sag ich mal, drüben an der anderen Seite der Grenze. Er hat, glaube ich, mit Saarbrücken ein bisschen geliebäugelt, dass sie ihn vielleicht verpflichten. Und er war, glaube ich, der Meinung, wenn ich schon Regionalliga spielen muss, dann spiele ich aber in meiner Region. Oder aber es kommt noch ein Drittligist. Jetzt habe ich ja bei uns auf Facebook ja ein schönes Video geteilt, von VDV, vertragslose Verein für Spieler, irgendwie so komisch. Und da war er auch dabei und da hat er auch gesagt, wie kommt es denn, dass sie jetzt arbeitslos sind? Und dann, vielleicht ein bisschen falsch beraten und er hat sich vielleicht verwechselt, sagt er. Er hat es definitiv gesagt, vielleicht hat er sich falsch beraten geführt und auch falsch gewechselt. Er ist dann zur Halle gegangen, hat in Halle keine Schicht gesehen, hat bei Cottbus gespielt und ist dann leider mit Cottbus abgestiegen und damit stand er wieder vereinslos da. Vielleicht hat auch der Berater gesagt, Junge, bei Cottbus brauchst du nicht gehen, ich suche dir was in deiner Region, vielleicht kommt sogar noch ein Drittliges, hast du Glück, in der Uni steht er da und... Ja, weiß ich nicht, muss man mal fragen, bist du gewillt, von deiner Familie die 600 Kilometer einmal quer durch Deutschland wieder rüberzukommen, um dann für... Ich bin jetzt mal, ich weiß nicht, was die Regionalligaspieler verdienen, aber sagen wir für 3.000 Euro im Monat zu spielen. Ich weiß es nicht. Ja, Marc Stein nicht übrigens. Ja, wahrscheinlich nicht. Dem war es nicht wert am Ende. Der musste jetzt nochmal sein. Der hatte Familie, gut. Wobei, das hat mir auch bei Jomala gefehlt, jemand, der wirklich den schönen Diagonalpass auf einen Zentimeter auf den anderen Spieler passt. Und das konnte Stein. Da kann man sagen, was man der will. Der patentierte Marc Stein Querpass über den ganzen Feld. Richtig. Ja, klar konnte er und den. Und das fehlt. Stanese hat es gegen Jomala ein paar Mal probiert, ging ein paar Mal in die Hose. 2-3 Mal hat es gerade so geklappt. Müller hat es in der dritten Liga auch ein paar Mal probiert, ging auch in die Hose. Aber sowas fehlt. Sowas fehlt bei uns zum Thema Spielaufbau. Und wenn wir jetzt nochmal schnell den Bogen wieder schließen, die Regionalliga fängt nächste Woche an. Das ist genau die gleiche Situation wie vor 2 oder wie vor 3 Jahren. Gegen Cottbus spielen die alle, gebe ich ihr Brief und Siegel, 150%. Ja, und absolut. Da sind die sowas von motiviert und da kommt der FC Bayern von Brandenburg, sage ich jetzt mal übertrieben, von der Region und da musst du hellwach sein und dann brauchst du auch Spieler. Ja, dementsprechend sind wir beide gespannt, wie es enden wird gegen Alt-Lienicke. Oh ja. Es ist ja nichts verloren, wenn du gegen Alt-Lienicke verlierst. Es ist auch nichts verloren, wenn du gegen Hertha oder gegen Erfurt, aber es wird halt schwieriger. Ja, klar. Wenn du von oben grüßt, weißt du selber, von deiner tollen Karriere, wenn du von oben grüßen, winken kannst, dann geht alles leichter, als wenn du unten immer anrennst und Pilvo sagt, er ist lieber der Gejagte als der Jäger. Ja, dann dann gleich mal mit einem 5-0 vorlegen. Einfach. Ja. Einfach. Nee, ich bin auch gespannt, ich werde da sein, werde zwar nicht kommentieren werden Ulf und Robin, aber spätestens gegen Hertha bin ich ja dann auch wieder am Start. Vielleicht mit dir, Frank, höchstwahrscheinlich mit dir. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen. Die Themen haben wir durch. Wir müssen den Podcast nicht unendlich in die Länge ziehen. Nein, das ist der kürzeste Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben. Aber es ist so verdammt warm hier. In meinem bescheidenen Also ich würde es angenehm. Ja, ne, der Ventilator hinter mir tut, was er kann. Ich hoffe, man hört das nicht. Aber selbst wenn, dann müsst ihr durch, liebe Energiefans. Es sind 1000 Grad. Nee, Spaß. Heute ist mal wieder ein wärmerer Tag und wir nehmen trotzdem den Podcast auf. Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht, mir nochmal ein bisschen was von der Seele zu reden. So kurz vorm Saisonstart, wie gesagt, ich werde dabei sein, Daumen drücken, anfeuern und Samstag ins Stadion kommen, auch die hier zuhören. Ja, kommt ins Stadion, auch wenn es noch so schweineheiß ist, gibt bestimmt eine Trinkpause für jedermann und
ja, einfach kommen und zeigen der Mannschaft, vielleicht ist man dann der 13. Mann, vielleicht ist das die paar Prozente, die die junge Mannschaft noch nicht hat, vielleicht kann man das als Fan mit der Lautstärke, mit der Anfeuerung als 13. Mann halbwegs wieder mitmachen. Und für dieses Spiel sind bestimmt noch Sitzplatzkarten übrig. Oh, das wollte Hugo, das bestimmt. Sag mal nochmal kurz zur Zahl, was denkst du, wie viel kommen? Ja, du darfst nicht vergessen, es ist Ferienzeit, es ist warm, da geht man lieber an den Strand. 5.000. Wollte ich auch sagen. ich bin mal positiv und sage 5.400. Und 400 aus Alglinike, genau. Ja, die kommen eh. Naja, Tuschi hat schon alles die Freikarten verteilt bestimmt. Ja, ich glaube, ja. Nicht mal dann würden sie kommen, glaube ich. Was denkst du, um nochmal schnell den Podcast doch jetzt noch sinnlos in die Länge zu ziehen? Ja, Frank, wir müssen die Stunde noch voll machen. Regionalliga Nordost, Favoriten dieses Jahr? Nordhausen. Ja, denke ich auch. Erfurt vielleicht noch? Ja, genau, weil sie jetzt ein Jahr schon hatten. Ja, eingespielt. Leipzig glaube ich nicht. Ich glaube, Leipzig wird es wieder verdaddeln wie die letzte Saison. Lass mich mal nochmal kurz überlegen. BRK? Noch? BRK kann immer jemand aus dem Hut zaubern. Die können auch noch so viele Leistungsträger verlieren. Ja, BRK ist irgendwie... Viktoria hat wieder einen Sponsor. Ist so ein bisschen wie Nordhausen. Die wollen gefühlt jedes Jahr oben mitspielen, schaffen es auch, aber es hat bis jetzt immer zur Meisterschaft gefehlt. Aber es kann dieses Jahr durchaus passieren. Und wie gesagt, Nordhausen will auch seit 3 Jahren gefühlt aufsteigen. Ja. Und ja, also wie gesagt, Nordhausen, Erfurt, das sind so die Favoriten, Auf jeden Fall. Also Cottbus zähle ich jetzt nicht drunter. Es wäre schön. Ich denke mal, wir werden eine gute Rolle spielen mit dem Kader. Aber ob es für ganz oben reicht, drücken wir alle Daumen. Und wir müssen ja noch in die Relegation. Vielleicht deswegen auch vielleicht das, was der Herr Jeckel zum Beispiel gesagt hat. Man müsste das Projekt auf 2 Jahre anlegen, weil nächstes Jahr hätten wir wieder wahrscheinlich keine Relegation. Das heißt, du machst eine eingespielte Truppe dieses Jahr und nächstes Jahr greifst du voll an. Und dann weißt du ganz genau, du brauchst keine Relegation. Du kommst gleich als Staffelsieger. Und genau, dann reicht in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen nur die Meisterschaft. Richtig, genau so ist es. Ja, weil du musst ja noch gegen die Westies, ja. Richtig. So, und wen hast du da? Da hast du Fortuna Köln, da hast du Rot-Weiß Oberhausen und ich weiß nicht, wer da noch alles hoch will. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Weil das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ja, Frank. Gut. Gut, haben wir. Ansonsten noch, die letzten Worte gehören dir. Ich bedanke mich nochmal bei allen Zuhörern. Ja, auf jeden Fall. Und auch danke an alle, die letztes Jahr so regelmäßig in der GFM eingeschalten haben. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Wir hatten gerade auch gegen Ende richtig, richtig viel Zuhörer. Ich glaube, Duisburg, mein persönlicher Highscore mit Marian, ich glaube, über 1.100 gleichzeitig. Das ist der Wahnsinn, wenn du dir mal überlegst, dass dir gerade über 1.000 Leute zuhören. Richtig. Und da hören vielleicht manche noch zu zwei, zu dritt an den Geräten. Sprich, da ist wahrscheinlich sogar noch ein paar Leute mehr, die zuhören. Also wenn du es als Musiker schaffst, dass dir 1.000 Leute gleichzeitig zuhören bei einem Konzert, dann bist du schon Star. So. Und also das, wenn man sich das mal so überlegt, das war schon krass. Da möchte ich nochmal großes Dankeschön aussprechen. Ganz großes Dankeschön. Auch danke an alle, die uns immer sagen, oder die uns Mut machen, helfen. Live-Chat zum Beispiel, weil sagen, Mensch, hier klappt nicht oder ist zu leise, ist zu laut. Genau. Das vielleicht nochmal ein großes Dankeschön an alle, die hinter den Geräten sitzen und zuhören. Frank, wir würden es wahrscheinlich auch machen, wenn wir nur 10 Zuhörer hätten, aber es ist natürlich umso cooler, wenn sich da so eine kleine Community bildet. Und das war's von mir, Frank. Ja. Die letzten Worte jetzt aber gehören dir. 3 Minuten hast du, dann ist die Stunde voll, Frank. Oh je, nein, also Dankeschön haben wir gesagt. Ich hatte es ja auch schon mal, glaube ich, statistikmäßig schon mal ausgewertet. Letztes Jahr hatten wir wieder einen Zuhörerrekord. Das heißt, wir haben uns jetzt von Jahr zu Jahr gesteigert. Und auch in der Regionalliga, denke ich mal, ist Zeug da, um sich auch wieder zu steigern, auch wenn es vielleicht 2 Spiele weniger sind als in der dritten Liga. Oder 4 Spiele insgesamt. Wahrscheinlich. Ich habe zwar gesagt, die letzten Worte gehören dir, aber gebe ich dir recht, weil wir jetzt auch nicht mehr die Telekom im Nacken haben. Und ja, Frank, von daher würde ich sagen, Mann, wir hören uns. Vielleicht auch wahrscheinlich auch nochmal während der Hinrunde. Schaltet ein am Samstag. Ganz genau. Oder kommt vorbei, ist noch besser. Noch besser. Oder hört Energie FM. Jawohl. Macht's gut. Tschüss.